Herzlich willkommen und viel Spaß beim Video. Spendet regelmäßig an die Stiftung. Könnt ihr wirklich den Kindern helfen? Eigentlich schon. Moment. Lost of Bank. Wiederkehrende Spende. Wieso unbekanntes Konto? Weil ein verfügbares Guthaben, ey. Der hat doch gut Geld. Tut mir leid, wenn ich ständig dasselbe runterleihe, aber hier sind die größten Probleme, die ich sehe. Abgesehen von deiner stetig sinkenden Mandantenzahl sind deine Ausgaben seit Ende 2016 insbesondere für deine Kreditkarte um 218% angestiegen. Ja, zum Beispiel die Cassandra hat sie auch benutzen dürfen. Irgendeine Idee, woran das liegen könnte, dann ist da diese wiederkehrende Spende, die schon seit einiger Zeit läuft. Ich kann ja nachvollziehen, wenn du einen Freund oder so aushelfen willst, aber irgendwann muss auch mal gut sein. Ich nehme das jetzt. Es widerspricht sich aber mit dem Dingsbums da. Hier. Mit dem Zertifikat. Ich nehme das jetzt. Er ist bestimmt ein guter Mann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein schlechter Mann ist. Oh, die zwei wieder. Ich schätze, die Regierung hat gerade den ersten Schuss in unsere Richtung abgegeben. Scheint so, ja? Irgendwie dachte ich, sie würden dafür länger brauchen, das alles zu True zurückzuführen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass TMB da so offen darüber berichtet. Diese von TMB haben mich gefeuert. Schon so schnell? Die müssen ja echt gemocht haben. Also da ist noch was anderes. Cass wurde verhaftet, hat mir ihr Anwalt gesagt. Was? Dachte gerade, es könnte nicht schlimmer werden.
Jupp, allerdings ging es da wohl um neue Beweise für den Angriff auf den Polizisten, nicht die Anschläge. Sieht so aus, als wenn die Kacke von allen Seiten auf uns zurollt. Denkst du, die Polizei wird diese Spur weiter verfolgen? Klar, ist nur eine Frage der Zeit, Harrison. Ich habe Angst. Ja. Brauchst du nicht. Hat dein Hacker-Typ was gesagt? Ach, der. Der Typ ist bescheuert, völlig durch. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, den zu fragen. Auf den würde ich nicht mehr setzen. Ach Mist. Was ist denn mit dem Anwalt, mit dem du gesprochen hast? Scheint ja doch, als wenn wir bald einen brauchen. Joseph sagt, er hat alle Hände voll damit zu tun, Cassandra rauszuholen. So ein... verständlicherweise. Was würdest du denn machen, wenn, wie auch immer ihr Name war, verhaftet würde? Hm? Was würdest du machen, wenn ich verhaftet werden würde? Ja, ja, schon gut. Muss mich nicht belehren, Jules. Aber Joseph sagt, er würde uns beraten, wenn er was findet. Ja klar, tut er das. Und direkt schickt er uns saftige Rechnung. Du bist echt unfair. Wird Zeit einzusehen, dass wir damit ganz alleine klarkommen müssen. Warte mal kurz. Hä? Er hat mir gerade was geschrieben. Warte mal. Hallo, Juliet. Oh, hallo nochmal. Ich habe gerade die Nachrichten gelesen. Ja, es passiert genau das, was wir befürchtet hatten. Ich brauche ein neues Bild von ihm. Das sieht ja katastrophal aus, ey. Es sieht nicht so gut aus, ja, aber ich habe eine interessante Entdeckung gemacht, über die wir unbedingt sprechen sollten. Ich muss mit dir und deinen Kollegen sprechen, Harrison, glaube ich. Ja, ich habe erst gerade mit ihm gesprochen. Ich kann eine Konferenzschaltung starten. Er freut sich schon, dich kennenzulernen. Das wäre großartig. Einen Moment, bitte. Ja, wo ist die Konferenz? Er will mit uns reden. Ich starte eine Konferenzschaltung. Stopp! Lina meinte doch, dass die Bullen ihre Anrufe überwacht hätten. Hast du selbst gesagt, wollen wir nicht besser chatten? Ich denke, ein Anruf ist viel passender für Rechtsberatung. Da schaut man weniger genau hin und ein Chat kann doch genauso gut mitgelockt werden. Wir sind einfach nur ein durchschnittliches Pärchen auf der Suche nach Rechtsbeistand, oder nicht? Wie jetzt Pärchen? Wir sollten das machen. Sprich einfach nicht zu offen und erwähne vor allem keine Überwachung und so. Okay, gefällt mir gar nicht, aber okay. Hallo. Hey. Hey, Joseph. Scheint alles zu klappen. Hallo, Harrison nehme ich an. Genau, und du bist dieser Anwaltstyp. Richtig, der Anwaltstyp. Nenn mich gerne Joseph. Joseph, ach egal. Alles klar, Joseph. Habe gerade über eure Gruppe auf TNB gelesen. Ich denke, das macht die Angelegenheit für euch gerade nicht besser. Könnte man so ausdrücken. Jules hier hält scheinbar große Stücke auf dich. Joseph, kannst du erklären, was du rausgefunden hast? Natürlich, okay. Also, ihr kennt ja sicher alle das Sicherheitsgesetz. Ja, klar. Vereinfacht ausgedrückt ist das eine Ansammlung von Paragraphen, mit der man Leute schneller hinter Gitter bringen kann und mit denen man sie, wenn nötig, im Alltag überwachen lassen kann. Wenn nötig? Falsch. Benutzt es als billige... Oh. Schlecht übersetzt. Benutzen es als billige Ausrede. Die Leute
24/7 überwachen zu lassen, sie einzuschüchtern. Ja, ich verstehe. Was allerdings besonders gefährlich daran für euch ist, ist, dass Individuen alleine auf Basis der bloßen Indikation einer Bedrohung für die Nation strafrechtlich verfolgt werden können. In speziellen Umständen kann es mehr als genug sein, ein falsches Wort im Zorn gesagt zu haben, um euch als gefährlich einzustufen zu lassen. Das wiederum ist genug, jemanden für einige Zeit zu inhaftieren. Aber was noch problematischer für euch ist, ist die sogenannte Transitivität der Indikation. Und das heißt auf Deutsch, ihr bildet eine Gruppe, eine Vereinigung. Das verbindet euch miteinander. Nun gehen wir davon aus, dass es eine hinreichende Indikation gibt, dass, sagen wir, Abraham diese Vereinigung bereits gegründet hat, um kriminelle Aktivitäten nachzugehen oder sogar Terrorismus. In diesem Fall gäbe es Grund, euch direkt alle zu verhaften, auch wenn ihr gar nichts davon wüsstet. Okay, Juna ist noch da. Aber wir haben doch gar nichts getan. Wie kann das rechtens sein? Das ist so zum Kotzen. Sie schieben sich ihre sogenannten Beweise zurecht, bis sie bekommen, was sie haben wollen. Ihr müsst wirklich sehr, sehr vorsichtig sein von jetzt an. Wir können doch irgendwas dagegen machen, oder nicht? Was wir brauchen, ist ein handfester Beweis, dass Abraham diese Gruppe zu friedvollen Zwecken gegründet hat. Das müssen wir über jeden Zweifel hinweg zeigen. Deshalb muss ich euch zu Abraham fragen. Ich muss seine Beweggründe kennen. Na dann, frag uns einfach. Wir waren mal eine Weile befreundet, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er sehr offen über die Dinge reden wollte, die in seinem Leben vor sich gingen. Er war ziemlich verschlossen. Okay, Abraham war verschlossen. Stimmt, das war er wirklich, außer mit Leuten von dort. Wie kam es zur Gründung? Er hat mich über einen Blog gefunden, meinte, er wollte einen Debattierclub aufmachen. Ich habe zugesagt, wir hatten ein paar langweilige Meetings, nicht viel passiert. Ein Debattierclub also? Das wäre ausgezeichnet, wenn man einen Debattierclub kaum als terroristische Vereinigung auslegt. Ja, allerdings, war Abe davon besessen, seine Botschaft zu verbreiten, Leute aufzurütteln über das, was die Regierung gemacht hat. Okay, das ist nicht gut. Abe, es spricht alles gegen dich. Okay, das könnte etwas missverständlich sein. Was ist mit den Demonstrationen? Und wir wissen auch, warum. Er wollte wegen seiner Krankheit aus dem Vertrag aussteigen, aber die Regierung ließ ihn nicht gehen. Wir sind erstmal Ninas Plan für das Recycle-Einkaufszentrum gefolgt. War eine Vollkatastrophe. Und Juliet, an welcher Stelle bist du dazu gestoßen? Während meines Studiums habe ich Abraham zufällig online kennengelernt. Er brachte mich dazu, seinen Kurs zu belegen. Dann hat Jules die Planung für zwei weitere Demos übernommen. Mr. Goldfeld scheint ja ziemlich Charisma zu besitzen. Schauen Sie sich alle Leute an, die sich um ihn geschart haben. Jules. Komm her, Jules. Also würdet ihr sagen, Abraham hat Gewalt und Hass beabsichtigt? Unser bisheriges Ergebnis hatte gezeigt, dass Harrison O'Donnell an der Planung der Protestation von Shrew beteiligt war. Aber da wir wissen, dass Miss Matanova den ersten Protest geplant hat, bleibt für ihn eigentlich nichts mehr übrig. Haben wir einen Fehler begangen? War Mr. O'Donnell doch nicht an der Planung beteiligt? Nein, Abe verabscheute Gewalt. Er wollte immer, dass wir friedlich bleiben. Das ist gut. Also war es ein Einzelner oder eine Einzelne, die die Ausschreitungen erzielen wollte? Hat jemand spezielle diese Dinge provoziert? Falsche Absichten und schlechte Planung sind schuld daran. Harrison, Nina und ich, jeder und alle von uns
ist auf einer eigenen Weise daran schuld, dass wir von Abes Plan abwichen. Jules, du hattest keine Ahnung, was so der Phase ist. Es war Nina. Sie hat einen Dreck auf Abrahams Wünsche gegeben, nicht wir. Oh. Harrison, niemand ist unschuldig hier. Nicht ich, nicht du, keiner. Uff, ich fürchte, das bringt uns nicht weiter. Um sicherzustellen, dass ihr nicht als Gruppe verfolgt werdet, muss ich unbedingt mit Abraham sprechen. Aber er ist weg. Wir wissen nicht, wohin und auch nicht, wie man ihn erreichen kann. Leider, ich weiß. Nun ja, ich muss wieder zurück an die Arbeit, ein paar Mails schreiben, um Cassandra aus diesem ganzen Unfug herauszuholen. Das verstehen wir natürlich. Ja, ja, klar. Ich vermute, es würde auch euch beiden nützen, wenn Cassandra aus der Untersuchungshaft entlassen werden würde. Also keine Sorge, ich melde mich wieder bei euch. Bis dann, Joseph, und danke. Jo, danke. Dafür nicht. Auf Wiedersehen. Also ein toller Anwalt, weil... war ja nicht gerade sehr hilfreich. Nun komm, lass ihn mal in Ruhe. Die Situation ist ziemlich vertrackt für alle. Ja, also, was ist der nächste Schritt? Ich schlage vor, wir treffen uns irgendwo in der Stadt und arbeiten einen guten Plan aus. Wie wäre es denn mit dem alten Treffpunkt? Du meinst den Treffpunkt? Jupp, na gut. An irgendeinem Ort, der für die beiden wichtig ist. Schade, dass ich ihn nicht genannt haben. Zurzeit können wir aber ohnehin keinen der beiden verhaften lassen. Wir haben keine ausreichenden Beweise. Die zwei haben auch nichts getan. Ey, Junge, bist du irgendwie dumm im Kopf? Lass mich einfach nicht zu lange warten. Okay, geht klar. Wir sehen uns da. Nun, ich weiß, wo sie sich treffen. Die treffen sich bei der Uni. Du Idiot. Also Nina war ja eh schon aggressiv. Frage ist, nehmen wir Nina oder sagen wir, nö, alle drei waren schuld. Also sie sagt, wir sind alle schuld. Er sagt, nö, Nina ist schuld. Oder wir überspringen das erstmal und schauen, was haben wir denn Neues bekommen? Campus Life. Juliet? Okay, oh, guck mal. Moment. Neues Profilbild. Wollen wir das? Nee. Hey, also ich habe dieses neue Notebook für mein Studium als Weihnachtsgeschenk von meinen Eltern bekommen. Oh, wie schön. Da ist die Nummer drauf. Wir können ihren Laptop hacken. Ja, aber die haben nichts mit der Bombe am Hut. Also bezweifle ich, ganz ehrlich. Ja, ich verstehe bitte die Bedenken wegen der Garantie, aber ich gehe das Risiko ein. Es ist halt so, dass ich eine Idee, die ich einmal gehabt habe, einfach nicht mehr aus dem Kopf kriege, wenn du verstehst, was ich meine. Um was geht's gerade? Hey, ich denke, dein Vater hat recht. Am besten gibst du das Notebook zurück. Die Garantie erlischt, wenn du einen Fehler machst oder das Gehäuse öffnest. Auf keinen Fall. Sie scheint sehr entschlossen zu sein. Das ist schon mal gut. Wir greifen mal auf ihren PC. Er hat gesagt, das Problem war gelöst. Wieso ist das Problem nicht gelöst? Hallo? Hallo? Die Verbindung zum Hauptserver wurde wiederhergestellt. Ja, dankeschön. Funktioniert nicht? Was? Also, wird es besser?
Ich hatte eben ein komisches Verbindungsproblem, als sei das Mainframe einfach verschwunden. Es gibt immer noch etwas Datenverlust zwischen den Servern und hier, allerdings scheint sich so langsam alles wieder einzupendeln. Wir hatten wohl ein Witzbold, der versucht hat, in unsere Datenbank einzubrechen. InfoSec sagt, sie haben den Angriff sofort abgewehrt. Jetzt werde ich auch noch gehackt hier. So, meine liebe Juliette von Abraham. Ich möchte dir etwas mitgeben, was ich nur selten anderen gegenüber erzähle. Ich bin aus Greiblingen, einem kleinen Dorf bei Stuttgart in Deutschland, in die Nation gekommen. Dort habe ich noch Familie. Oh, Abe, schön zu wissen. Wir wussten, du bist hergewandert. Material für PR. Wo wir gerade vom Teufel sprechen, tu mir einen Gefallen und komm das nächste Mal persönlich vorbei, okay? Auch wenn du diesen Monat hier erst angefangen hast, kannst du dir sicherlich schon denken, was Victor über firmeninternen Mailverkehr sagen würde. Oh, das ist nicht schön. Liebe Juliet. Hey Barry, Maria hat mich gebeten, einige Details zu deinem Projekt mit dem Internet-Codenamen Demiurg anzufordern. Ich schicke dir den Autorisierungs-Key. Demiurgie? Ich habe das Gefühl, dass ich diesen Namen schon mal gehört habe. Und nein, ich meine nicht aus der griechischen Mythologie. Vergessen. Desktop. Da ist doch nichts mehr. Ich habe ein Gespräch mit den Mitgliedern von Through geführt. Natürlich behaupten sie, weder in der Bombenanschlägen verwickelt zu sein, noch mit Abrahams Goldfels in Kontakt zu stehen. The Through wurde zunächst als Debattierclub gegründet und wurde dann scheinbar zu einer Aktivistengruppe. Es gibt zum einen diese Juliette Carrington, die ziemlich harmlos wirkt, aber dieser Harrison O'Donnell könnte ein Fanatiker sein. Das Gespräch mit ihnen hat bei mir den Eindruck erweckt, dass er der Anführer von True ist, wenn man das so sagen kann. Er sprach sich offen gegen die Regierung und das Sicherheitsgesetz aus. Er scheint mir von der radikalen Sorte zu sein. Beobachte ihn jetzt. Das war's mit der Folge und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal, falls euch mein schwieriger Content gefällt und aktiviert natürlich die Glocke, um nicht zu verpassen. Ansonsten, bye, eure Nike.